So, wenn wir jetzt zurückgehen. Wenn wir gegen ein paar Gegner kämpfen, dann werde ich mal einfach ausnutzen. Wenn ich weiß, was das genau für Gegner sind, mir soll es egal sein, ehrlich gesagt. Ist jetzt auch nichts Spektakuläres, aber naja. Hätten wir es nicht geschafft, hätten wir jetzt früher schon aus dem Zug rausspringen müssen und hätten jetzt den ganzen Weg in diese Richtung, in die entgegengesetzte Richtung laufen müssen. Weißt du was, ich habe gesagt, ich kämpfe gegen die Gegner, also mache ich es jetzt auch einfach. Vielleicht wäre es besser gewesen, es nicht zu schaffen. Ah, kommt schon erste Gegner, aber es gibt eine Stelle, da können wir ununterbrochen gegen Gegner kämpfen, wenn wir wollen. Möchte ich mir jetzt auch ganz gerne zu nutzen machen. Ach, Raketenwerfer, das Typ ist wirklich so ein. Ja, Tiefer macht noch nicht so viel Schaden, aber ich auch nur Level 5, muss mal dazu sagen. Naja, egal. Das wird schon noch alles werden. Geschafft. Der erste Kampf mit unserer neuen Figur ist damit auch zu Ende. Ja, die Kämpfe, auf die ich mich schon so gefreut habe, gehen mal endlich weiter. Und ehrlich gesagt, ist die Story zwar schön und gut, aber nur zu lesen, ne? Macht auf Dauer auch einfach keinen Spaß, also nur vorzulesen. Ich liebe einen schönen, ordentlichen Kampf, in dem ich auch wenigstens moderieren kann. Also wie jetzt bei dem ganzen Rumgerenne hier. Ja. Das sind Netzspucker. Die überhaupt irgendwas habt an Zauber, weiß ich gar nicht. Boah. Kritisch getroffen und den Gegner mit einem Schlag besiegt. Das ist doch mal was Schönes. Das ist doch mal was Schönes. Ich kann nur sagen, die P, die wir zusätzlich sammeln, die können wir auf jeden Fall gut brauchen. EXP, vielmehr. Warten, so schwach sind die Viecher. Ich hätte gedacht, dass sie stärker sind. Egal. Hätte die nicht ein Level abkriegen können? So eine Scheiße. War immer noch nicht angekommen. Oh nee. Ah, hier sind wir angekommen. Dort sind hinterer Sicherheitsposten. Wir müssen zurück. Ihr seid die Avalanche. Wird sich nicht irgendwie später aufs Spiel auswirken oder so, aber ja. Immerhin, wir können ein bisschen kämpfen. Sonderkommandant. Kombatant. Ah. Sonderkombatant halt. Oh Mann. Die sind ein bisschen stärker jetzt, die Gegner. Und mir soll es recht sein. Tschüss. Macht hier gleich einen kritischen, ja. Muss auf die Pisa eh noch Machtschlag einsetzen. So ein Scheiß auch. Spezialattacke quasi gegen den da verschwendet. Ja, je nachdem, was sie droppen, werden wir sie weiter ein bisschen bekämpfen. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden weitersehen. Immerhin, die bringen ordentlich EXP. Gegenmittel, Geld bringen sie auch ordentlich. Eindringlinge, Avalanche-Kräfte an. Kommen weitere Wachposten. Es ist gefährlich hier zu bleiben. Ich meine mal ganz ehrlich, wir haben die Substanz wiederherstellen. Von daher ist mir das doch egal. Tja. Wir hatten nur Heilung. Scheiße.
Egal. Darum mache ich mir jetzt mal gar keinen Kopf. Wie ihr selbst seht, es geht schnell voran. So viel Schaden machen die jetzt auch nicht. Je nachdem, weil was es jetzt an Punkten gibt. Naja, was jetzt an Items gibt, werde ich bleiben oder auch nicht. Ihr seht selbst, die EP lohnt sich echt. Es gab gar kein Item mehr. Ich verpiss mich jetzt. Ein Terrorangriff. Eindringlinge. Es kommen weitere Wachposten. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Ach, wir bleiben doch nochmal. Ich will wissen, was passiert, wenn wir nochmal bleiben. Wenn wir das Gleiche sagen und so. Finde ich persönlich ehrlich gesagt sehr spannend. Hier vielleicht weniger, aber naja. Ich denke mal, so ein bisschen Leveling gehört dazu, zu so einem Let's Play. Wenn ich jetzt ein bisschen Level brauche, muss ich später nicht mehr so unbedingt tun. Weil wir später keine wirklich großen Chancen mehr haben werden. Und gegen recht größere Endgegner kämpfen werden. Bis wir auf die Weltkarte kommen. Ich kann dazu nur sagen, keine Sorge, das passiert noch vor Ende von CD1. Denn nach CD1 werde ich wahrscheinlich ein bisschen unterbrechen für eine Woche oder so. Und vielleicht ein neues Let's Play schon mal anspielen, halt sozusagen damit vorzeigen. Was euch danach erwarten wird, nach Final Fantasy 7. Und wann? Vielleicht ist auch nicht direkt das nach Final Fantasy 7 Let's Play. Ich denke mal, was ich machen werde, das wird auf jeden Fall noch kommen. Ich habe auch ein paar Videos, ich habe auch ein paar Spiele nicht angekündigt. Ja. Und da könnt ihr sagen, es ist eine Überraschung. Gegenmittel, mal wieder eine Menge Kohle. Ein Terrorangriff. Avalanche greift an. Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. Ach, wir bleiben noch einmal. Danach, nach dem Kampf, werde ich jetzt auch das Video unterbrechen. Und mich um das nächste Video kümmern. Hoffentlich kann ich heute mal richtig viele Videos hochladen, ausnahmsweise. Weil ich dann mal hoffentlich nicht so viel im Hintergrund bearbeiten muss. Das ist der einzige Nervige an der ganzen Geschichte. Ich muss zig Videos hier bearbeiten. Die Leute werden zwar mein gehört dazu, aber auch nicht in diesem Umfang. Weil irgendwie der Sound fehlt, tut mir leid, weil ihr das Kopfnetz gehört habt, ich bin auch mit der Hand an meinen Schreibtisch gekommen. Na, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ich werde zumindest mal den Rückweg anbrechen. Immerhin, sie ist fast Level 8, das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Ein Terrorangriff, Avalanche greift an. Diesmal laufen wir weg. Bin ja jetzt nicht feige oder so. Ich habe nur keine Lust, die 10.000 Mal gegen so Spinner zu kämpfen. Jetzt kommen neue Gegner, na prima. Egal, nichts, worüber ich mich ärgern würde oder so. Oh, darüber hingegen schon. Egal. Egal, das wird schon alles werden. Ja, fast schon wieder eine halbe Stunde Let's Plays, wenn ich das nächste Video hier mache. Kaum zu glauben, ja. Ja, ich werde immer wieder probieren, ein bisschen zum Spiel selbst zurückzukommen. Mit der Moderation. Ach, sind vier Gegner! Ach du Scheiße. Aber wir sehen das erste Mal die spezielle Attacke von Tifa. Yeah, oder Hit. Wenn wir Yeah treffen, ist besser als Hit. Später werden wir auch noch mit den späteren Rädern kommt auch noch Miss hinzu. Yeah ist halt meistens ja schon fast kritisch, macht mehr Schaden als Hit. Hit ist ein einfacher Treffer. Ja, wir sehen aber kein kritischer, komischerweise. Ich will aber auch gar keinen Kopf drüber machen jetzt. Ihr seht, die Viecher sind auch recht schwach. Nach wenigen Schlägen schon besiegt. Nicht, worüber ich mir Sorgen machen würde halt. Und zack. Mal wieder eine ganze Menge Gegner besiegt. Sobald ich wieder ins Pausenmenü komme, werde ich die Aufnahme erst einmal unterbrechen und gleich mit einer neuen anfangen. Definitiv. So, bis zum nächsten Video.